Lass deine Gefühle los. Gefühle sagen dir, es wird nie mehr gut. Gott ist doch nicht treu. Der Teufel hat doch das beste Wort. Das ist alles Rubbish. Hör nicht auf diese negativen, einengenden, nicht motivierenden Geschichten, die du immer da hörst in deinem Kopf. Das ist ein Kampf in deinem Kopf. Das ist ein Kampf in deinen Gefühlen. Bau dein Leben nicht auf deine Gefühle. Bau dein Leben auf Fakten. Ein Fakt ist, Gott ist gut, Gott ist treu, Gott ist bei dir. Lass deine Enttäuschungen los. Und das Wort Enttäuschung bedeutet, man wurde getäuscht von den Vorstellungen, von dem Bild, das man hat, über Gott, über die Mitmenschen und auch von sich selber. Und die Geschichte von Josef ist eine solche ermutigende Geschichte, weil er hat viele Hindernisse, Tests in seinem Leben durchleben müssen, dürfen, mit anderen Worten. Aber er hat nie aufgehört, auf Gott zu vertrauen, dass Gott immer mit ihm und auch bei ihm ist. Und am Ende, als dann Josef die Nummer 2 wird über Ägypten, dann hatte Josef zurückgeschaut und hat gedacht, war da nicht einmal etwas, als die Brüder mir diesen Mantel vom Vater weggenommen hatte? Sie haben mich in die Grube geworfen und ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. Und dann war ich im Hause von Potiphar, ein Sklave, wieder am Ort, wo ich nicht sein möchte. Und dann die Frau Potiphar wollte mit mir schlafen, ich sagte nein. Und wieder haben sie mir die Mäntel weggerissen. Und Josef konnte eines sagen, die Autorität und die Lebensgeschichte liegt nicht in diesem Mantel. Die Menschen können dir Dinge wegnehmen, was Gott dir anvertraut hat, aber niemals die Gunst und die Salbung und auch die Bestimmung, die Gott in dich hineingelegt hat. Die einzige Person, die denselben Weg stehen kann, bist du und bin auch ich selber. Und das heißt von Josef in 1. Mose Kapitel 50, Vers 20, und das ist ein ganz, ganz krasser Vers, der kommt Jahre später. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Als Josef seine Brüder gesehen hatte in Ägypten, weil es war eine Hungersnot, und sie haben ihn angefleht auf den Knien für Nahrung, dann dachte Josef, ihr wolltet mir das Leben nehmen und es ist nicht fair. Und ich kann dir eines sagen, wenn du deine Enttäuschungen nicht immer wieder Gott abgibst, wird sich das einprägen in deiner Seele, in deinem Geist und auch in deiner Gesundheit und auch in deiner Freude. Wir sind vor einigen Jahren, wir waren auf dem Jakobsweg und das ist ein Brauch, man nimmt einen Stein und schreibt ein Thema drauf, wo man vielleicht zu kämpfen hat und dann geht man und spricht mit Gott und man betet und man meditiert und man weint und man ist wütend und man schreit und man hat alle Gefühle bis zu dem Moment, wo man merkt, man kann dieser Person vergeben oder man kann die Situation loslassen und man ist nicht mehr enttäuscht, was geschehen ist. Und da war eine Frau, und ich habe alle Leute immer gefragt, wieso bist du am Jakobsweg, weil mich hat das interessiert, was ist der Grund, dass Leute 100 Kilometer oder mehr gehen, um Gott zu begegnen. Und da war eine Frau, sie ist aus Australien und hat gesagt, als ich 50 Jahre alt geworden bin, habe ich herausgefunden, dass mein Mann mich seit Jahren betrügt. Eine Affäre über alle Jahre. Und ich kam mit diesem Schmerz nicht hinweg und ich habe gemerkt, wenn ich das nicht losbringe, werde ich den Rest vom Leben bitter werden und ich werde nicht mehr in den Plan von Gott laufen. Und ich habe mich dann entschieden, habe meinen Job gekündigt, ich habe das Haus verkauft, ich habe mich scheiden lassen und ich bin hier auf dem Jakobsweg mit diesem Stein. Und der Stein heißt Neuanfang. Und sie hat gesagt, ich trage den jeden Tag bis zu dem Moment, wo ich diese Enttäuschung, diese Wut, diesen Zorn und Groll abgeben kann. Und dann einige Tage später sehe ich sie, sie smilet auf dem ganzen Gesicht und sagt, was ist geschehen? Hat sie gesagt, heute war ich bereit, diesen Stein loszulassen in die Hände Gottes und ich lasse los alles, was geschehen ist und ich bin dankbar, was ich erlebt habe, aber es ist nicht mehr ein Abschnitt in meinem Leben. Und das ist die Einstellung von Josef. Ihr habt das Böse gemeint. Aber Gott hat es gut gemeint. Und das bedeutet, Josef hat sein Herz wieder öffnen können, um den Menschen, die ihn verflucht haben, sag es mal, wie die Feinde, hat er gesegnet und hat ihnen Gutes auch gewünscht. Josef hat nicht geweint, als die Brüder ihn in den Brunnen warf. Er hat nicht geweint, als plötzlich er im Haus von Potiphar war. Er hat nicht geweint, als plötzlich er den Mantel weggenommen worden ist, du willst mich verführen mit Sexualität. Josef hat auch nicht geweint im Gefängnis. Aber Josef hat geweint zum allerersten Mal, nach x Jahren, als er seine Brüder sah. Da kam eine Wut auf, da kam eine Trauer auf, da kam eine unglaubliche Not auf. Und ich möchte dich fragen, wer hat dich enttäuscht?
Welche Menschen haben dir Steine bewusst oder unbewusst in den Weg gelegt, wo du merkst, ich komme wenig darüber nach los? Und es ist wichtig, dass du weißt, dass ein Gott im Himmel, der dich versteht, der dich fühlt, er hat das Gleiche auch in dem Sinne durchlebt. Es heißt in 1. Mose 45, Vers 14 bis 15, da sagte dann Josef, weinend umarmte Josef den Benjamin. Er hat geweint und Benjamin begann auch zu weinen. Dann küsste Josef weinend alle seine Brüder. Und ich kann dir eines sagen, wieso, dass man weint. Weil die Menschen, die dir am nächsten stehen, wenn die Menschen dich verletzen, ist das der größte Schmerz. Und das sind die schlimmsten, die krassen Tränen, die man überhaupt weinen kann, weil man das nicht versteht. Dass genau die Menschen, die eigentlich dich unterstützen, für dich beten, die immer für dich da sind, plötzlich zu deinen Feinden werden. Im Psalm wird das eben erklärt, Kapitel 55, Vers 13 bis 15 erklärt es uns, warum die nächsten Freunde uns so wehtun. Wäre es mein Feind, der mich verhöht, dann könnte ich es noch ertragen. Würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüsste ich ihm auch aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wie schön war es damals, als uns noch tiefe Freundschaft verband. Einmütig gingen wir das Haus gemeinsam und sind dahin gepilgert. Also achte mal, er sagt, wir waren die engsten Freunde, wir waren die besten Buddy. Aber wie kannst du mich enttäuschen? Und das Problem ist, wenn Menschen in deinem Umfeld dich enttäuschen, wird das total bitter. Ich sage dir auch, warum sind wir von engen Freunden mehr enttäuscht? Weil wenn jemand, der nicht an Gott glaubt und lebt ein Leben, wie es leben will, dich enttäuscht, sagst du, hopp, kein Problem, weil der hat eh ganz spezielle Werte. Also deine Erwartung ist hier unten. Sind es deine Eltern, ist die Erwartung hier oben, weil deine Eltern haben dich auf die Welt gebracht, ist schon schwieriger. Sind es deine Leiter, Leiterinnen in der Gemeinde, so. Sind es Vorbilder im Glauben, die plötzlich im Glauben fallen, moralisch, was auch immer, dann bist du total verletzt und irritiert. Je näher die Freundschaft ist, desto mehr tut es weh in deinem Herzen. Und das habe ich erlebt. Meine Mutter hat für mich jeden Tag gebetet, dass ich an Gott glaube. Und sie hat auch gebetet, wir haben fünf Kinder, sind fünf Kinder, dass einer ihrer Kinder ein Priester, ein Pastor werden wird. Und als ich dann 28 Jahre jung gewesen bin und ich wurde Pfarrer, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mami, ich habe keine Ahnung, niemand wird Pfarrer, nur ich. Wieso habe ich diesen Beruf ausgeübt? Und meine Mutter sagte, Leo, ich habe jeden Tag gebetet, dass eines meiner Kinder ein Pfarrer werden wird. Und voilà, ich bin das los. Oder das Opfer der Gebete meiner Mutter, kann man auch so sagen. Und mir wurde bewusst, das waren krasse Worte. Worte, die man ausspricht, haben eine ganz krasse Kraft. Und es kann ein Wort sein, dass jemand, der dir nahe steht, es war von 15 Jahren, noch immer klingelt in deinen Gedanken. Mein Vater hat mich gefragt, als ich 28 Jahre gewesen bin, was machst du mit deinem Leben? Weil er war nicht gläubig, ging nicht in die Kirche, hat mich gefragt, was machst du mit deinem Leben? Ich habe gesagt, Papi, ich werde Pfarrer, ich werde ein Priester. Und er schaut mich an mit so großen Augen. Ich habe gedacht, du machst was Sinnvolles mit deinem Leben. Wieso wirfst du deine Talente einfach so weg? Und ich habe diesen Satz bis heute nicht mehr vergessen. Der hat mich geprägt, weil ich gemerkt habe, ich hatte kein Elternhaus von der Seite von meinem Vater, der mich geglaubt hat und ich mich auch unterstützt habe. Das sind Enttäuschungen, die können sich einprägen wie ein Tattoo, die gehen nicht mehr weg. Und du darfst nicht mit Enttäuschungen leben. Du musst, sorry, wenn ich so direkt bin, du musst, und ich flehe dich an im Namen Gottes, du musst in deinem Schmerz, in deinem Weinen, wie Josef sagen, es ist nicht fair, es ist nicht okay, aber ich lasse euch los. Das kann man machen in vier ganz einfachen Schritten. Erstens, akzeptiere, was passiert ist. Du kannst deine Geschichte nicht ändern. Es ist, wie es ist, auch wenn du Dinge falsch gemacht hast. Es ist, wie es ist. Man kann aus Fehlern lernen, aber du musst akzeptieren, gewisse Dinge werden nicht mehr, wie sie sind. Zweitens, du musst deine Emotionen rauslassen. Und das ist etwas, was uns mega schwer fällt. Josef hat geweint. Er hat nicht einfach die Tränen sich gehalten, sondern es muss in dem Sinn rausgehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben früher so einen Brauch bei uns gehabt, wir haben so ein Kissen gekauft bei IKEA und wenn uns jemand verletzt hatte, dann haben wir gesagt, stell dir vor, das ist die und die Person, lass alles raus. Und da haben wir reingeschrien, reingeboxt und reingebrüllt und reingespuckt, so lange reingeschlagen,
bis die Emotionen draußen waren. Und by the way, das hat David im Alten Testament auch gemacht. Die Psalmen, zwei Drittel der Psalmen sind Rachepsalmen und Klagepsalmen. David sagte, Gott, hau der Person jeden Zahn raus, das Blut rausspritzt. Also sorry, das ist nicht freundlich. Aber er hat seine Emotionen müssen rausgehen. Und wenn die mal draußen sind, an einem Ort bei Gott, nicht beim Menschen, bei Gott, ist das der Ort, mit dem kann Gott umgehen. Und dann wurde plötzlich aus dem Gebet von David, das so krass war, kam immer Worship. Ah, Gott, segne sie. Meines gut mit ihnen. Aber es muss raus. Diese Enttäuschungen, die müssen emotionell raus aus deinem Leben. Das Dritte, lass deine Gefühle los. Gefühle sagen dir, es wird nie mehr gut. Gott ist doch nicht treu. Der Teufel hat doch das beste Wort. Das ist alles Rubbish. Hör nicht auf diese negativen, einengenden, nicht motivierenden Geschichten, die du immer da hörst in deinem Kopf. Das ist ein Kampf in deinem Kopf. Das ist ein Kampf in deinen Gefühlen. Bau dein Leben nicht auf deine Gefühle, bau dein Leben auf Fakten. Ein Fakt ist, Gott ist gut, Gott ist treu, Gott ist bei dir. Gott wird dich nie verlassen. Und dann das Vierte ist, sprich Vergebung auf. Und dann sagst du, das ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. Und Menschen, die es aussprechen können, die lernen, dass Enttäuschung wird nicht ihr Leben prägen. Weil sonst du bist wie ein Floh. Weißt du, wie man einen Floh zähmt? Man nimmt einen Floh, tut es in das Glas rein, schraubt den Deckel rauf und der Floh will rausspringen und schlägt den Kopf immer an den Deckel. Und irgendwann tut es dem Kopf, dem Floh so weh, hat ein bisschen Hirnerschütterung. Und dann nimmst du den Deckel weg und das Floh wird nie mehr rausspringen, weil die Enttäuschungen, die Niederlagen, die Schmerzen spürt das Floh so krass in sich drin, dass es nie mehr aus diesem Glas rausspringt. Oder ein Elefant kann man anbinden, hast ein Seil um das Fuß, um den Fuß und ein Elefant weggehen kann, dann schneidet sich das hinein und er blutet, es hat eine tiefe Wunde, es tut so weh und dann macht es wieder und sagt der Elefant, oh meine Güte, das schmerzt. Und dann kannst du das Seil wegnehmen. Und der Elefant wird nie mehr weggehen. Und das ist ein Bild von vielen von uns. Enttäuschungen sind wie ein Schmerz. Das hat sich eingebohrt. Das spürt man durch alle Spitzen hindurch. Und es ist mega wichtig, dass du wie Josef sagst, ihr habt das Böse gemeint. Wirklich abgrundböse. Aber er sagte, aber Gott hat dennoch etwas Gutes daraus entstehen lassen. Das ist die Gnade Gottes. Gnade Gottes bedeutet, ich habe es nicht verdient, es ist nicht logisch, es übersteigt all meinen Verstand, aber die Gunst und Güte und Treue Gottes hat in deinem Leben kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Und ich habe eine Bitte an dich. Du kannst einen Zettel nehmen, schreib deine Niederlage, deine Enttäuschung auf. Dann nimmst du den Zettel, verbrennst ihn und sagst, ab heute ist das verbrannt. Ab heute ist es kein Thema mehr. Weil Gott macht was Gutes, wenn es Menschen auch böse gemeint haben.